So, guten Tag und herzlich willkommen. Wir sind hier im Volkshaus in Zürich und heute sind gleich drei Markierte dran. Und ihr könnt euch schon vorstellen, in Zürich wird natürlich Schweizerdeutsch gesprochen. Kannst du Schweizerdeutsch sprechen? Selbstverständlich. Das ist sehr gut. Wir haben folgende Fragen. Was ist ein Alpenkalb? Das wurde heute bei Facebook gepostet. Ein Alpenkalb? Ja. Das kann auch ein Schimpfwort sein, also ein Blödian, das ist das Alpenkalb. Aber warum? Also welche Kälber, sind die jetzt dumm in den Alpen, die Kälber? Oder nein, was eigentlich, ist? Eigentlich nein. Aber was wäre denn was besonders Nettes? Also eine besonders nette Schweizer, so Schätzchen oder ja. Honig, aber auf Schweizerdeutsch. Schätzeli. Also du weißt nicht, weißt du, warum die Alpenkälber als irgendwie besonders schlecht oder abwertend gelten? Nö, auch nicht. Ich habe ein weiteres Wort, was wir auch gepostet haben. Das Sterneföifi. Sagt dir das was? Ja. Du weißt Näheres darüber. Ich höre. Was hat es damit auf sich? Sterneföifi. Woher es kommt, weiß ich nicht. Mein Opa hat das immer gesagt. Sterneföifi nochmal, Kopfdeckel. Aber Sterneföifi ist wirklich... Was ist es denn, ein Fluch oder was? Also Herrgott nochmal? Ja, so ein abgemildeter, ein bisschen Scheibenhönig, Scheibenkleister. Nein, Teufel nochmal. Teufel nochmal. Das heißt Teufel nochmal. Ja, weil es Sterneföifi ist der fünfzackige Stern und das wurde gesagt an Stelle des Teufels. Okay, warum auch immer. Die Ines hat es nachgeguckt, sie weiß Bescheid. Dann haben wir noch... das habe ich vorhin aufgeschnappt, das Sechsilüt oder Glüt oder ja. Was hat es damit aus? Sechsilüte. Ja, was ist das? Zürcher Brauch. Und was macht man da? Trommeln. Trommeln und mit den Pferden um den... Um irgendeinen Platz, ne? Die Ziele sind... Ja, es gibt den Sechsilütenplatz. Also ich bin kein Zürcher, sorry. es gibt den Sechsilütenplatz, der heißt wirklich so, der wird aber das ganze Jahr benutzt, aber da speziell und da wird der Böck verbrannt. Das ist so ein Schneemann, das ist eigentlich der Winteraustreiben. Und je schneller der Böck, der hat ja auch Sprengsätze im Kopf, irgendwie so. Ja. Wird ganz speziell hergestellt. Ja. Und je schneller der explodiert, umso wärmer, umso schöner wird der Sommer. Aber der ist ja aus Schnee oder ist der aus Stroh oder irgendwas anderes? Keine Ahnung, irgendwie Watte. Okay. Also wenn ihr das mal sehen wollt, das hat nichts mit Karneval, Fastnacht, alemannischer Fastnacht oder so zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Das ist eine Winteraustreibung. Ja, sind genau. Die Leute da verkleidet oder? Gewisse sind verkleidet, ja. Als was das denn? Ist die Zunft. Da sind die auf den Pferden reiten, die haben da irgendwie ihre Uniform an. Ach so, ja. Aber jetzt nicht wie bei alemannischer Fastnacht Masken oder als Bären oder sowas. Nein, das nicht. So, was haben wir noch aufgeschafft? Ach so, Tipptopp. Darf man in der Schweiz Tipptopp sagen oder ist das eher so wie seltsam? Doch, das darf man sagen. Darf man sagen, Tipptopp? Ja, darf man sagen. Ich sag Top-Tipp. Wirklich? Findest du das lustig, wenn er das sagt? Top-Tipp oder ist das so wie, Tipptopp gibt es doch auch als Kochbuch. Ja. Es gibt genau. Ein Kochbuch? Ein Kochbuch? Es gibt Möbel, der heißt Top-Tipp. Nein, es gibt ein Kochbuch, das heißt Tipptopp, das in der Hauswirtschaftsschule kriegt man das. Und das soll bedeuten, es ist besonders lecker. Also Tipptopp. Ja, das ist das Grundkochbuch für uns. Ja. Wir bekommen das in der Schule. Was ist denn ein Grundgericht? Also ist irgendjemand in der Schweiz Rösti oder ist das nur für Touristen? Doch. Nee, klar, Rösti ist ein Schweizer Gericht. Was darf da drin sein? Kartoffeln, Punkt. Salz und Pfeffer, mehr nicht. Wie ist es mit Sahne, Eiern, Speck? Nein, keine. Irgendwelche Streusel. Richtig, kriegt man vegan hin. Ja? Ja. Ich habe es auch schon gesehen, einfach nur Kartoffeln und wirklich nur Salz, wie du es gesagt hast. Ja, aber das ist das Originalrezept. Wirklich. Was sagt ihr zu den ganzen Touristen und Touristinnen, die sich zum Beispiel, ich traue es mich jetzt gar nicht zu sagen, Käse darüber kippen? Oh Gottes Willen, nee. Kein Käse übers Rösti? Nein, das ist nicht. Nein. Auch nicht schön. Nicht mehr. Wann war das? Nee, kein Käse jetzt mehr. Ach so, einfach, er hat aber nichts damit zu tun, dass du Veganerin bist oder so, sondern das gehört doch. Ach so, es ist, weil es Veganer ist. Würdest du Käse eventuell drüber tun? Rösti al Forno ist das. Gibt's das? Nee, ich weiß es nicht. Hier habt ihr es zuerst gehört. Rösti al Forno. Hier, wir kriegen die Lizenzgebühren dafür oder so. So, du hältst dich so im Hintergrund. Ja. Warum? Bist du Deutscher? Filmauftrag. Nein. Nein, du bist Schweizer. Okay. Sag mal, ist das eigentlich besser geworden, dass die Deutschen sich hier mittlerweile ein bisschen integriert haben oder ist das immer noch so eine wackelige Sache? Ah, nee, viele Arbeitskollegen sind Deutsche. Und? Passt. Was hat denn bewirkt, dass ihr euch näher gekommen seid? Also, dass ihr nicht mehr so Stock im Arsch hatten? Ja, irgendwann merkt man, das sind ganz normale Menschen. Oh. Woran hast du das gemerkt? Kein Wunder, man spricht mit ihnen. Also, du empfiehlst einfach mal miteinander reden. Genau. Was ist mit Bier? Genau. Bier trinken? Können Sie auch, ja.
Also, ihr müsst einfach mal mit Deutschen reden, dann stellt ihr fest, es sind auch nur Menschen. Ines, du hast ja länger in einer Stadt gelebt, deren Namen wir hier nicht aussprechen dürfen. Basel. ist jemand von euch aus Zürich? Nee. Niemand. Nee. Habt ihr irgendeine Ahnung, warum das so eine Städtefeindschaft ist? Weiß man nicht. Oder wisst ihr das? Zwischen Zürich und Basel. Hm? Die Züricher sind einfach... Ja, und Basler. Sind beide merkwürdig. Wo kommst du her? Luzern. Wie? Luzern. Ach, aus Luzern? Ja. Da sprichst du ja... Wie viele Sprachen sprichst du dann? Wieso, wie viele? Kannst du nicht dann eventuell noch ein bisschen Französisch vielleicht? Oh, nein. Nichts, Italienisch, gar nichts? Rätoromanisch? Nein. Französisch? Rätoromanisch? Nein. Rätoromanisch? Kommt drauf an, jedes Dorf spricht einen anderen. Also es gibt nicht das Rätromanisch. Ach so. Sie versuchen es ja, Romanisch Grisun, aber das gibt es nicht. Und ich hatte jetzt vom Militärdienst hatte ich mit Rätromanen zu tun, aber die können auch ganz gutes Deutsch. Also. Sag mal, ich habe gelesen, dass alle männlichen Schweizer, die bei der Armee waren, vielleicht auch Frauen, dürfen Frauen auch zur Armee? Ja. Ja, auch die Frauen, dass sie zu Hause Maschinengewehr stehen haben, dass man das mitnehmen darf am Ende. Hast du dein Maschinengewehr mitgenommen? Ich habe abgegeben. ein Sturmgewehr, also Sturmgewehr 90. Ist das ein Automatikgewehr? Das ist ein Automatikgewehr, ja. Einzelschuss, Dreifachschuss und 20 Schuss. Also. Findest du das gruselig? Nee. Oder? Nee, ist normal. Nee, ist normal. Ist normal bei uns in der Schweiz, das ist ja. So, ja. Das ist völlig normal. Und das Irre ist, es gibt hier nicht wie in den USA extrem viele Morde. Ne? In den USA gibt es ja sehr viele Schusswaffenmorde. Also es sind tatsächlich nicht die Schusswaffen alleine, wie man denken könnte. Hast du auch ein Gewehr zu Hause? Ich hatte. Warum habt ihr das denn abgegeben? Man muss es nicht abgeben, ne? Der Dienst ist zu Ende und dann wollen sie dich nicht mehr und dann... Ach so, nach dem Dienst muss man es abgeben? Ich dachte, man darf es... Dienstpflicht war erfüllt, was wirklich so ein Teil zu Hause. Also, ja, also man kann es aber behalten. Ich habe was behalten, ich habe Spezialausbildung gemacht, irgendwie so. Ich habe noch eine Pistole, die habe ich behalten, aber das war mehr so aus... eine Art sentimentale Gründe, ich weiß es. Ich verstehe. Ich habe auch schon ewig nicht mehr geschossen. Und, aber? Leute, Vorsicht, nicht einfach in der Schweiz einfallen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Würde ich nicht machen, weil. Nee, wirklich, ne? Wart ihr bei der. Wie heißt es? Beim Bundesheer, ne? Wahrscheinlich, oder? Schweizer Armee. Warst du bei der Armee? Nein, ich war nicht da. Warst du bei der Armee? Nein. Müssen alle Männer gehen? Männer müssen, Frauen ist freiwillig. Noch. Ich kann sehr empfehlen, bei der Schweizer Armee Schokolade zu bestellen. Das ist die beste Schokolade. What? Eines der wenigen guten Sachen. Kekse und Schokolade. Kekse und Schokolade. So, jetzt müsst ihr ganz tapfer sein, wo ihr Schokolade sagt. Jetzt wird das Video was länger, aber das müssen wir jetzt machen. Es gibt ja auch in Deutschland Schokolade. Ja, und jetzt machen wir mal eine Live-Verkostung. Ja, schon Angst. Du hast Angst. Kennst du Milka-Schokolade? Ja, die ist nicht so schlecht. Ja. Die ist nicht so schlecht. Milka? Ja, genau. Das ist Ovomaltine. Würde der Deutsche wahrscheinlich nicht als Schokolade ansehen, sondern eher als Kraftnahrung wahrscheinlich. Ist jemand von euch ja nicht vegan? Weil ich fürchte, das ist, du bist vegan, ne? Du hast deine Schokolade. Jeder hat seine eigene Schokolade. Bist du nicht vegan? Ne? Nee. Ist jemand nicht vegan? Ich bin erklärst du dich bereit, eine deutsche, oder lieber nicht, ist es dir zu gruselig? Ja, für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Es handelt sich hier um Halloren, original Halloren aus Halle. Und hier kostet sie ein Mann, der bei der Schweizer Armee die Schokolade gegessen hat. Du kannst ganz ehrlich sein. Boah. Geht gar nicht. Es ist, wie würdest du es beschreiben? Also wie schmeckt es, also, wenn du da Worte für finden müsstest? Ich habe jetzt so einen Pumps im Mund. Du musst es nicht aufessen. In keinster Weise an Schokolade erinnern. Nicht ansatzweise. Liebe Freundin Halle, ihr ein traumatisierter Mensch. Er hat eine Sonderausbildung, aber darauf war er nicht vorbereitet. Du bist geschockt, ne? Ja, darauf hat mich die Schweizer Armee wirklich nicht vorbereitet. Ich sehe eine Möglichkeit, wenn es eine Invasion in die Schweiz geben würde, dann mit Halorenkugeln. Da müsst ihr Halorenkugeln. Das ist nicht abwertend gegen Halle gemeint. Ihr wisst alle, ich bin ein Träger des Stadtwappens von Halle. Das wisst ihr ja. Also ich bin der Letzte, der das. Aber hier habt ihr eine Originalmeinung. Er muss den Mund ausspülen. Er muss den Mund ausspülen. So, also ihr Lieben, so sieht's aus in der Schweiz. Man kann hier jede Menge Spaß haben. Ach, habe ich vielleicht noch irgendein Wort? Ach so, wir sollten vielleicht noch sagen, wir stehen in dem Raum, in dem die Ärzte mal gespielt haben. Ungefähr vor 20 Jahren. Ungefähr vor 20 Jahren, das war unser erstes.
Konzert zusammen. Ja. Was war euer Lieblingslied damals? Habt ihr ein gemeinsames Lied? Der Graf. Der Graf? Ja, der Graf ist ah, der Graf. Sweet. Haben wir aber nicht gespielt an dem Abend, aber das ist, das ist euer Lied. Der Graf. Ja. Ines möchte noch was sagen. Ich möchte nicht sagen, ich warte mal wieder, dass ich hier arbeiten kann, während er die ganze Zeit Quatsch macht. Okay, super, sorry. Entschuldigung, dass ich für euch ein schönes Video gemacht habe. Also, es grüßen die Markierten aus der Schweiz. Ja. Tschö, 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 tschö.